like a Hellcat. Damit willkommen zurück zu Pokémon Herz Gold. Stehen es wie immer nachts auf, darum. Nicht so laut. Heute gehen wir zum ersten Mal in diesem Bereich. Das Innere des Kesselbergs ist ein natürlicher Irrgarten. Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Danke für den Tipp. Route 42. Östlich nach Maragonia City. TM 65 Dunkelklaue. Kesselberg. Im Inneren des Bergs befindet sich eine Höhle mit einem großen Wasserfall. Dann los geht's. Das tut mir jetzt wirklich leid. Jetzt habe ich doch glatt einen passierenden Trainer angerempelt. Bist du auch nicht verletzt? Ihr nehmt die Wiedergutmachung. Und jetzt seid tapfer und weinig. VM4. Der Attacke dran nennt sich Stärke. Wenn du die deine Pokémon beibringst, kann es damit störende Felsen aus dem Weg räumen. Nicht schlecht, oder? Na, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Ausstieg. Hoffe ich auch. Kann ich jemand stärker lernen? Ja, Kleinstein. Kleinstein wird erlernen. Ich weiß, ein Pokémon, was ich noch fangen werde, kann Stärke auch erlernen. Das weiß ich. Dann nehme ich einen Krabbier zu. Krabbier kann ja auch Surfer. Wenn ich mich nicht irre, setzt Krabbier Surfer ein. Hab's aber auch eine Woche fast nicht gezockt. Ja, Surfer. Was gut ist. Dann muss Drago kein Surfer sitzen. Na ja, egal. Mit Surfer kann man dort lang surfen und alles skippen. Heute machen wir natürlich nicht. Kesselbär. Noch 7. Alter. Cool. Ein Item. Was ich sogar noch nie gefunden habe.
Wart ab. Diesmal verliere ich nicht. Ich kenne dich nicht mal. Naja, dann bin ich. Mann, du musst dich ja dabei weiterentwickeln. Draco. Aber Bennett muss ich eigentlich mal weiter. Wollte ich natürlich nicht. Verloren und das auch noch gegen ein Kind. Keine Weite. Lieber. Naja, muss ich jetzt noch was machen. Dann los geht's. Praxa. Wir haben noch zweimal die Praxa gefunden. Ich erinnere mich. Wir haben zweimal insgesamt Praxa hier gefunden.
Das ist Kraxla. Probier es zu merken. Kesselberg. Im Inneren des Bergs befindet sich eine Höhle mit einem großen Wasser. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Kapodo. Ich nehme den Part gerade ein bisschen vor auf. Er wird hoffentlich morgen früh. Ich hoffe, der Part morgen früh für euch. Das ist also morgen früh hochladen kann für euch. Wir müssen ein bisschen leiser. Hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. So eine Gestaltung. Yes. Ich hab vergessen zu wechseln. Naja, egal. Ich hätte meinen Mondstein verwenden sollen. Du willst ja wissen, wie es im Inneren des Kesselbergs aussieht. Ich besiege mich und ich verrate es dir. Falls es auch. Ich bin auch sehr allein. Ich hab zu viel Nachtwissenschaft, Kinder. So, 22 Uhr. Darum bin ich mal
nicht so laut. Heiß, ich spreche auch nicht sehr viel. Es ist ganz einfach. Halt noch ein bisschen durch. Ist gehört, wenn kann ich ausgedrückt werden. Flinklau. Gut. Guck mal. Ich hab verloren. Gut für dich. Westlich. Mahagonia City. Willkommen in Ninja Stadt. Erkunden wir alles in der Folge noch. Pokémon Arena von Mahagonia City, Leiter Norbert. Er wird dir beibringen, was ein harter Winter ist. Bist du schon diesem Kerl mit dem schwarzen Mantel begegnet? Er meinte, wo von irgendwo in der Gegend ging ein seltsames Signal aus. Man trifft ihn immer. Irgendwo zwischen Mahagonia City und dem See des Zorns, wer er wohl ist. Mal gucken. Bunter. Ich glaube, ich werde verrückt. Ist dem Rocket etwa wieder da? Mir sind am See des Zorns ein paar Leute mit schwarzen Klamotten über den Weg gelaufen. Wenn Pokémon sich entwickeln, werden sie zwar stärker, aber dafür brauchen sie auch länger, um neue Attacken zu erlernen. Richtig. Ich benutze die Entwicklung Stopp, damit sich mein Pokémon nicht zu rasch entwickeln, denn dann würde sie nur noch sehr langsam neue Attacken erlernen. Schon. Direkt meine Pokémon heil. Willst du auch zum See und dir das Darados ansehen? Das Experiment war voller Erfolg. Labrador sind echte Ladenhüter, aber Garados will einfach jeder. Wie meine, du kannst irgendwo in diesem Zimmer einen Luftzug pfeifen hören? Das, das bin nur ich. Ich war gerade dabei, mich ein wenig im Pfeifen zu üben. Aber das ist doch auch völlig egal. Willst du nicht was kaufen? Mann, das ist ein Billigschrott.
ist mit euch los, nur Tränke und Probebälle. Am See soll ein feuerrotes Garados aufgetaucht sein. Das ist besonders deshalb seltsam, weil man dort sowieso nur sehr selten auf Garados stößt. Meine Lieblings in Raten Pokémon Musik würde ich sagen. Hey, du, komm doch mal eben hier, wenn du schon mal in Mahagonia City bist. Das heißt unbedingt in Wut. Vor einiger Zeit war hier übrigens schon mal jemand aus Kanto, der einen Wutkeks abkaufen wollte. Leider hatte ich damals aber keine mehr auf Lager. Und so musste ich ihn wieder nach Hause schicken. Er war so wütend. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen deswegen. Dann geht es in der nächsten Folge weiter mit dem See des Zorns. Schaltet wieder ein in der nächsten Folge. Ciao, euer Spikey.